Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Review vom FL Zahn Q5. Das ist mein erster Kossel 3D-Drucker. So einen hatte ich hier vorher tatsächlich noch nie und habe ihn auch noch nie getestet. Deswegen, wie ihr hier vor mir sehen könnt, habe ich das Ganze ohne die Kamera, beziehungsweise halt nur mit ein bisschen Zeitraffer und Handyaufnahmen schon mal so ein bisschen vorab getestet, weil ich erstmal gucken wollte, wollte erstmal ein Gespür dafür bekommen, wie baut man die Dinger überhaupt zusammen, wie funktioniert das, hat man andere Druckqualität oder. Weil bis jetzt habe ich ja immer nur die Drucker getestet, die quasi entweder diesen Aufbau hatten, also quasi ne, mit wo das so oben drüber so ist, oder die halt diese kompletten eckigen Kasten 3D-Drucker, wo im Grunde genommen das Druckbett einfach eben so nach unten fährt und oben quasi X und Y einfach der Druck sich dann so weiter aufbaut. Hier hat man im Grunde genommen einen ähnlichen Aufbau, das heißt, das Druckbett ist auch hier stillstehend, beziehungsweise hier sogar wirklich komplett stillstehend, während es nämlich bei dem anderen 3D-Drucker, wo das Druckbett runterfährt, da ja, bewegt sich das Druckbett in die Z-Achse. Hier bleibt das Druckbett komplett ja, feststehen. Also das bewegt sich weder Z noch X noch Y. Es bleibt genau da, wo es halt eben ist. Stattdessen hat man hier drei Arme, wie ihr hier sehen könnt, wie das jetzt hier im Betrieb halt aussieht. Und diese Arme werden quasi hier an diesen Achsen geführt. Hier innen drin befindet sich dann quasi halt auch so das Riemchen, womit das dann quasi hoch und runter geht. Also hier seitlich immer. Und dann, ja, dadurch, dass die halt eben an verschiedene Höhen gehen, wird quasi der Druckkopf in verschiedene Richtungen gedrückt von diesen Armen, also gedrückt oder gezogen. Und somit hat man dann quasi X, Y und Z in allem. Das heißt, die gehen dann quasi nach und nach immer weiter nach oben. Und deswegen, das sieht zwar jetzt, das muss ich auch noch mit dazu sagen, das sieht jetzt vom Bauraum so aus, als könnte man quasi von hier bis hier oben hinbauen. Dem ist aber nicht so, man hat etwa nur die Hälfte hier von dem als Bauraum. Das heißt, wir haben hier bei diesem 3D-Drucker einen Bauraum von etwa 200 x 200 x 200 mm. Das muss auch quasi beim Druckprofil, das zeige ich euch gleich noch, dann genau so mit angegeben werden. Ich habe hier schon ein paar Sachen mit gedruckt. Hier zum Beispiel einmal hier so ein Deadpool habe ich gedruckt. Den drucke ich da jetzt im Übrigen auch gerade nochmal, weil ich mir gedacht habe, während ich hier am Quatschen bin, ist das doch für euch viel interessanter, wenn ihr nebenbei da ein bisschen was sehen könnt. Dann war das hier war tatsächlich das erste, was ich gedruckt habe. Das ist so eine Schraube mit einer Mutter. Und wenn man sich das Gewinde hier einfach mal anguckt, wie gut das geht. Ich zeige euch das auch nochmal von nahem. Ich zeige euch jetzt erstmal so einen kleinen Zusammenschnitt mit ein paar Zeitrafferaufnahmen, ein paar normalen Aufnahmen so zwischendurch vom Druck. Und dann könnt ihr euch schon mal so ein Bild davon machen, wie dieser 3D-Drucker hier druckt. Ne? Also ich lege euch jetzt ein bisschen Musik drunter. Viel Spaß. Das war der Zusammenschnitt. Ich hoffe, er hat euch wirklich sehr gefallen. So Zeitrafferaufnahmen, die sehen natürlich immer ganz cool aus. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Vorteil eben von solch einem 3D-Drucker. Denn wenn das Heizbett sich überhaupt nicht bewegt, dann kann man einfach wirklich eine Kamera davor stellen,
mit Zeitrafferfunktion losstarten und dann los geht's. Ja? Weil im Grunde genommen dadurch, dass das Heizbett sich nicht bewegt, lassen sich viel bessere Zeitrafferaufnahmen machen, weil halt eben das Heizbett nicht zum Beispiel als Vor- und Zurück halt eben geht. Und deswegen finde ich das gerade dafür auf jeden Fall mega gut geeignet. Und wenn ich mir jetzt mal die Druckqualität angucke, also wie gesagt, das hier war ja das erste, was ich gedruckt hatte. Das ist im Grunde genommen, ja, einfach nur, wenn ich das jetzt mal hier komplett abmache. Na komm schon. Das ist einfach nur hier so eine Schraube mit Gewinde und halt hier so eine Mutter. Und beide, also sowohl der Kopf der Schraube als auch das hier, haben halt so einen richtig schönen Grip hier. Und das sieht einfach mega geil aus. Und vor allem, guckt mal, wie leichtgängig hier das Gewinde geht. Also das kann man theoretisch, wenn man hier ja, einmal das richtig anschnipst, kann man das komplett einmal hier bis vor halt zu machen lassen. Und das finde ich schon mega cool. Vor allem diese Datei war halt auf der MicroSD-Karte, die hier schon beiliegt, war das schon mit drauf. Dann, was noch mit drauf war, war hier so ein kleiner Elefant. Das ist im Grunde genommen einfach nichts anderes als ein Handyhalter. Ich habe jetzt mein Handy da hinten. Also wenn ihr euch das quasi vorstellt, so stellt man das dann auf den Tisch und dann kann man das Handy quasi einfach hier so reintun. Ich habe jetzt hier hinten so ein Penüppel dran, deswegen muss ich es ein bisschen schräg machen, aber so theoretisch. Würde dann auch so hochkant wahrscheinlich gehen, aber wie gesagt, mit den größeren Handys ist das ein bisschen problematisch, aber legen geht auf jeden Fall immer. Wird dann quasi hier hinten so dran kommen und hier steht halt quasi einmal dann FL-San drin. Und das sind, sage ich mal, die zwei Sachen, die ich gedruckt habe, die hier mit dabei gewesen sind. Dann ist aber auch noch mir in also die Idee gekommen, was auch mega cool ist, ist natürlich hier so ein Deadpool zu drucken. Den habe ich jetzt schon mit einigen 3D-Druckern gedruckt. Hier vor allen Dingen in so einem Silberfilament. Das sieht auch einfach mega, mega nice aus. Und vor allen Dingen auch selbst, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen näher dran gehe, ihr seht die Details. Dieser 3D-Drucker hat das hier wirklich super gut hinbekommen. Das ist halt einfach krass von der Druckqualität her, finde ich. Und vor allen Dingen, wenn man den Preis noch mit berücksichtigt, weil allzu teuer ist dieser 3D-Drucker tatsächlich nicht, sind das hier Ergebnisse, die sich absolut sehen lassen können. Und das ist jetzt ein kleines Druckmodell, ne? Also das ist jetzt nicht die volle Druckgröße. Ich hätte das jetzt auch noch wesentlich größer drucken können, ne? Also hier wäre wahrscheinlich die Höhe die limitierende Variante anstatt die Breite und die Länge. Deswegen, ja, bis zu 200 Millimeter, also 20 Zentimeter hoch hätte ich das hier drucken können mit dem 3D-Drucker. Aber schon, obwohl das hier so klein ist, ist es trotzdem schön detailliert und man kann alles wirklich genau sehen. Und es sieht einfach von der Qualität her geil aus und das Filament gefällt mir auch sehr gut von der Farbe. Und hier habe ich dann nochmal Groot gedrückt, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Groot vor allen Dingen in so einem Silber sieht halt auch mega cool aus. Hier Baby Groot, wie er quasi schön dann so auf dem Tisch sitzen kann. Und auch hier wirklich, wenn man sich diese Verästung und sowas mal anguckt, das ist schon wirklich von, auch hier die Arme und alles, ne? Das ist von der Druckqualität her schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn man jetzt hier mal genauer ins Gesicht guckt und so. Das ist wirklich echt mega gut geworden. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ihr habt es ja eben gesehen, ich habe da ja auch Zeitrafferaufnahmen von gemacht. Dann kann man auch mal sehen, wie das Ganze hier so aufgebaut wird. Und witzigerweise, ich hatte hier auch, während der hier mal so ein bisschen am Laufen war, mal den einen oder anderen Kumpel hier, der sich das Ganze dann auch mal angeguckt hat. Und die fanden das halt echt alle mega interessant, die das gesehen haben, die Leute. Und das ist halt einfach, so wenn man das so sieht, einfach eine richtig coole Sache. Vor allem, ja, wie gesagt, wie man da so sieht, wie der so läuft, ne, dass das quasi hoch, runter etc. pp. Ist einfach eine mega coole Sache. Und vor allem, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Druckprofil funktioniert. Weil ihr habt im Grunde genommen, schauen wir einfach mal hier, das hier ist ja jetzt Cura, das ist jetzt die neueste Version von Cura. Und dann habt ihr hier oben, steht jetzt schon bei mir FL-San Q5, habe ich aber selber hingeschrieben. Es gibt es nämlich aktuell zum Zeitpunkt der Videoaufnahme so den Q5 noch nicht als Drucker zum Hinzufügen. Geklickt einfach auf Drucker hinzufügen, dann hier unten auf
unvernetzte Drucker hinzufügen. Scrollt hier einfach runter, bis ihr FL Sun findet. FL Sun, da haben wir es. Und dann haben wir hier einmal den QQ und den QQS. Wir nehmen einfach als Basis diesen QQ, klicken dann hier auf Hinzufügen und gehen dann nochmal hier oben drauf. Ich habe das ist jetzt hier, seht ihr, ist Hashtag 2, aber ich habe hier den ja schon umbenannt. Aber wir gehen jetzt einfach mal so, ne? Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das hier der Drucker. Dann geht ihr hier auf Drucker verwalten und dann sehen wir hier einmal den QQ2. Gehen jetzt hier auf Geräteeinstellungen und hier seht ihr 260 mal 260 mal 258. Hier schreibt ihr einfach überall 200 rein. So. Und hier seht ihr ja Elliptic. Das könnt ihr alles genauso lassen. Genauso wie hier die Sachen auf der rechten Seite. Wobei, da gucke ich lieber nochmal, ob ich da noch irgendwas umgestellt habe auf der rechten Seite. Genau, doch, die Brückenhöhe habe ich, glaube ich, geändert. Weil die stand vorher auf was anderem. Da habe ich auch 200 maximal gemacht. Und hier das oben eigentlich alles so gleich gelassen. Hier unten den Start- und Stopcode auch so. Und mit diesen Einstellungen kann man den 3D-Drucker wunderbar bedienen. Das funktioniert wirklich ohne Probleme. Nur ganz kurz hier den anderen Drucker jetzt gerade wieder rauslöschen, weil der war jetzt nur so zu Vorführzwecken. Und vor allen Dingen hier, das ist halt das komplette Profil, dann so wie es dann halt eben ist. Ich nehme jetzt hier mal so ein Modell und ziehe mir das hier einfach mal rein, den Deadpool gerade. Das wäre jetzt hier die Maximalgröße, beziehungsweise es wäre schon eine sehr große Größe. Ob es jetzt die Maximalgröße ist, sei mal dahingestellt. Weiß jetzt nicht. Genau, hier sind wir jetzt quasi von der Höhe, ja doch, ist die Maximalgröße relativ. Höhe sind wir hier 199,9858, schlag mich tot. Also das ist so in etwa die Maximalgröße, was dieser 3D-Drucker könnte. Und ja, das wäre jetzt hier tatsächlich eingestellt mit 15% Infill. Das Coole bei diesem Deadpool ist, auch wenn hier so rote Stellen sind, ihr könnt es trotzdem komplett ohne Supportmaterial drucken, was ich echt mega nice finde. Und das für so ein Modell ist halt echt cool. Und hier von den Einstellungen habe ich auch nichts großartig geändert, außer dass halt hier die Drucktemperatur komplett auf 200 Grad halt eben ist und die Temperatur der Heizplatte, also das Heizbett ist auf 60 Grad. Das sind die Einstellungen, die ich nahezu für jeden 3D-Drucker mit meinem Filament verwende. Druckgeschwindigkeit ist hier auf 60 mm pro Sekunde, was vollkommen in Ordnung ist. Und ja, sonst habe ich hier gar nichts geändert. Und ist halt wirklich echt mega cool. Dann könnt ihr das Ganze hier dann einfach slicen, ne? Einfach auf Slicen klicken. Wird jetzt hier bei dem Modell relativ lange dauern, weil es halt jetzt in Anführungszeichen relativ groß ist. Aber stellt euch jetzt einfach vor, der wäre jetzt hier schon fertig. Dann, ihr wisst es ja, könnt ihr einfach auf Speichern untergehen oder Speichern auf oder, ne? Oder auf Wechseldatenträger direkt. Und ihr könnt dann einfach, wobei jetzt können wir gerade warten, wenn jetzt ist er eh gerade schon, zack, hier Speichern in Datei. Könnte ich jetzt einfach draufklicken und könnt ihr jetzt hier auf Desktop klicken zum Beispiel und könnt ihr jetzt hier sagen, okay, hier möchte ich jetzt den J-Code hinspeichern oder direkt auf eine SD-Karte oder so und dann packt ihr die SD-Karte oder die Micro-SD-Karte halt eben in euren Drucker rein und könnt dann direkt losstarten. Ne? Also stellen wir uns jetzt einfach vor, wir hätten das gespeichert, weil das Ding druckt ja jetzt eh da schon und ja, so viel zum Profil von dem 3D-Drucker. Dann, wenn ihr quasi am Drucker, beziehungsweise bevor ihr druckt, würde ich gerne halt auch noch sagen, hier vorne ist noch so ein Anschluss dran. Da steht Level. Ne? Und hier ist auch so ein bisschen Zubehör natürlich auch mit dabei. Unter anderem zum Beispiel auch so ein USB-Kabel, falls ihr irgendwie Octoprint oder sonst was irgendwie anschließen wollt oder das Gerät direkt an eurem Rechner anschließen wollt. Filamentzange, Spachtel, den ihr aller Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht braucht, weil ihr habt hier eine Ultra-Base-Basis, sage ich mal. Das bedeutet, solange das hier warm ist, ist der Druck sehr, sehr, sehr fest mit der Druckplatte verbunden. Wenn ihr aber die Platte einfach abkühlen lässt, dann könnt ihr den Druck einfach so, zack, einfach runternehmen. Also das liegt dann quasi einfach nur noch da drauf. Und bei dem Zubehör, was ich halt hier wirklich auch sehr cool finde, habt ihr hier einen Sensor drin. Denn ihr müsst hier bei diesem 3D-Drucker gar nicht leveln. Ihr schließt einfach das Ding hier dran an. Hier unten am Hotend hat man noch so einen kleinen Magneten, wo dann quasi das hier dran kommt, sodass dann dieser Punkt hier so ziemlich genau unter dem Hotend sitzt. So. Und dann könnt ihr einfach hier vorne im Menü einfach so lange rumklicken. Da steht dann Leveln und Auto-Leveln. Das lasst ihr einfach einmal durchlaufen. Ja. Wenn das dann fertig ist, könnt ihr dann auf OK klicken.
Dann geht ihr zum nächsten Schritt, wo man den Z auf 0 setzen soll. Das heißt, ihr nehmt euch ein Blatt Papier, schiebt das hier quasi immer also unten drunter und könnt einfach Z immer Plus und Minus so lange drücken, bis das Blatt Papier gerade so noch zwischen Nozzle und Heizbett eben passt. Dann drückt ihr einfach auf Z0 bzw. auf Confirm, also dass das Ganze akzeptiert wird. Und dann ist der Drucker fertig gelevelt. Das heißt, ihr habt hier quasi ein Auto-Leveling mit am Start, was auch gerade für den Preis einfach unschlagbar ist. Das ist halt echt krass. Und von der Betriebslautstärke würde ich sagen, ihr hört es ja so ein bisschen. Ne? Der läuft jetzt hier, man hört definitiv die manche Bewegungen, das rasselt manchmal hier so, sage ich mal, in diesen einzelnen Dingern, kann man manchmal wie so Kugellager oder wie so ein, ja, so wie so ein Rasseln einfach wahrnehmen, so ein typisches Maschinengerätegeräusch oder so. Und hier oben hört man natürlich den Lüfter und ja, gegebenenfalls, wie gesagt, manchmal einfach so normale 3D-Druckergeräusche einfach, würde ich so das nennen. Und ja, ist absolut aushaltbar, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss man sich irgendwie drüber beschweren oder so. Ist absolut im Rahmen, finde ich, absolut in Ordnung. Und vor allen Dingen halt auch mit dem Aufbau, mit diesem semi-automatischen Leveln, beziehungsweise mit dem automatischen Leveln durch dieses Ding. Ihr müsst halt nur dieses Ding halt einmal dran machen und danach wieder abmachen und dann ist halt wirklich, wie gesagt, fertig gelevelt. Finde ich halt auch mega gut. Und der Aufbau von dem 3D-Drucker war wirklich auch relativ einfach und in etwa, wie lange habe ich gebraucht? Vielleicht eine Viertelstunde oder so. Lass es 20 Minuten gewesen sein, weil im Grunde genommen die Platte hier unten ist fertig, die Platte hier oben ist fertig. Ihr müsst im Grunde genommen nur die obere Platte und die untere Platte mit diesen drei Dingern hier verschrauben und dann einfach hier die Kabel, das also ist hier quasi im Grunde genommen einmal weiß auf weiß, schwarz auf schwarz, gelb auf gelb, rot auf rot. Das Ding ist fertig verkabelt. Hier an der Seite noch zwei Kabel dran, fertig. Ja? Also da kann man im Grunde genommen gar nichts falsch machen. Ist total einfach gemacht. Sehr schön bebilderte Anleitung dazu. Ja, hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen, der 3D-Drucker. Und ich denke mal, hier der Deadpool, den ich jetzt als zweites ausdrucke, der wird auch irgendwo im Freundeskreis verschenkt werden, weil da gab es einige Leute, die das interessant fanden. Genauso wie hier diese Schräubchen. Ihr wisst gar nicht, da kann man halt wirklich sich stundenlang mit beschäftigen, das einfach nur hier rauf und runter zu schrauben. Allein das macht vielen Leuten schon, denke ich mal, relativ viel Spaß. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Werkzeug, alles drum und dran ist dabei, um den 3D-Drucker zusammenzubauen. Und mir, also ist wirklich ein sehr interessantes Gerät halt. Auch gerade, weil es für mich der erste 3D-Drucker ist, der ja wie so eine Spinne im Grunde genommen aufgebaut ist. Das finde ich halt echt mega cool. Und die Druckqualität hat mich auch mega überzeugt. In diesem Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, schaut mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an. Da habe ich euch das Ganze zu Deal Heroes verlinkt. Das heißt, es ist unsere Community-basierte Preisvergleich-Webseite, wo wir halt eben gucken, wo finden wir diesen 3D-Drucker aktuell am günstigsten. Ist es vielleicht bei Amazon, ist es bei GearBest, ist es bei Banggood, ist es bei eBay oder. Das heißt, sollte der beste Preis, der jetzt aktuell bei Deal Heroes gelistet ist, ganz oben, nicht der günstigste sein, solltet ihr irgendwo einen besseren Preis finden, dann lasst es mich bitte über das Kontaktformular von Deal Heroes wissen. Ne? Schickt mir dann einfach den Link, wo dieser 3D-Drucker günstiger zu haben ist. Dann werde ich das dort aktualisieren, damit eben jeder, der in Zukunft dieses Video hier sieht, von dem aktuell besten Preis profitiert, weil warum soll man mehr bezahlen, wenn man es irgendwo anders günstiger bekommen kann? Und in diesem Sinne, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Ich verlinke euch auch nochmal mein Lieblingsfilament, was ich am liebsten verwende. Das ist nämlich Redline-Filament. Und ja, verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne auch nochmal eine Rolle mit dazu kaufen, wenn ihr den 3D-Drucker euch holt. Weil ihr habt zwar schon mit dabei hier dieses Weiße, diese kleine Packung. Aber ja, damit könnt ihr halt nicht sonderlich viel anfangen. Also holt euch auf jeden Fall mal so eine kleine Spule Filament mit dazu. Weil macht auf jeden Fall immer Sinn. Wie gesagt, schreibt mir ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir einen großen Support und ermöglicht mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.